Moin Leute, lange ist es mal wieder her, seitdem mein letztes Video kam und es tut mir ganz ehrlich gesagt leid, aber heute ist es nun endlich mal wieder soweit für ein neues Video auf diesem Kanal. Und wie ihr vielleicht schon seht, wird das eine Review zum neuen B-11 Strikeforce Flugzeug, was ihr hier gerade auch im Hintergrund sehen könnt. Vielleicht seht ihr auch unten auf der Karte, dass das Flugzeug wie ein ganz normales Privatflugzeug auf der Karte markiert sein wird, also für andere Spieler sozusagen nicht als Kampfflugzeug erkennbar sein wird. Der B-11 Strikeforce, ein Kultflugzeug aus den USA, ist hier in GTA wie folgt bewaffnet. Und zwar verfügt er über ein relativ langsam schießendes und wenig Schaden machendes Explo-MG. Ja, leider ist das ziemlich scheiße und nicht gut zum Belasten von Bodenzielen. Gegen ein gepanzertes Fahrzeug ist es so gut wie unmöglich, damit anzutreten. Jedoch der Sound dieses MGs ist ziemlich geil. Hört einfach mal selbst. Zudem hätten wir dann noch, wie man es von den meisten Jets kennt, Lenkraketen. Die Lenkraketen sind etwas aggressiv zielsuchender wie die des Lasers oder der Hydra. Dennoch sind sie begrenzt auf 30 Schuss. Also, liebe Bodenhanseln, seid sparsam mit den Lenkraketen. Als nächstes hätten wir dann noch das Sperrfeuer. Ja, das Sperrfeuer. Es schießt insgesamt eine 10er Salve an Sperrfeuerraketen auf ein beliebiges Ziel. Das ist meine bevorzugte Angriffstaktik mit diesen Flugzeugen. So gut ein gepanzertes Fahrzeug auseinandernehmen kann oder eine große Fläche unter Feuer nehmen kann, im Gegensatz zu der verkackten Explo-Minigun. Zudem könnt ihr mit E, wie ihr es schon von einigen anderen Jets gewohnt seid, die Gegenmaßnahmen verwenden, um Stinger oder ähnliches abzuhalten. Ich habe hier einfach mal Täuschkörper draufgepackt, Düpel tun's natürlich genauso gut. Ich empfehle euch sogar etwas mehr Düpel, weil so seid ihr nicht mal anvisierbar und die Stinger-Bobs werden euch als Hacker beleidigen. Lässt sich sagen, dass der B-11 Strikeforce nicht gerade das schnellste Flugzeug ist, aber das muss es auch gar nicht, denn es hält relativ viel aus. Ja, selbst wenn ihr einen Explo-Sniper-Shot kassiert, fängt das Flugzeug noch nicht mal an in den Triebwerken zu rauchen und ihr haltet insgesamt bis zu 7 Explo-Sniper-Schüsse aus. Zudem haltet ihr 2 Stinger aus, beim dritten explodiert ihr. Jedoch kann es sein, dass sich beim ersten bzw. zweiten Stinger schon einige Teile des Flugzeuges lösen und somit das Manövrieren schwieriger ist. Und nun kommen wir zum Tuning. Natürlich kann man das Flugzeug im Hangar auch tunen, und zwar durchschnittlich, wie man es kennt, Panzerung, Bomben, Gegenmaßnahmen, Motor, Steuerung, Design und Lackierung. Bei den Bomben empfehle ich euch wie immer die Streubomben und bei den Gegenmaßnahmen Düpel oder Täuschkörper. Bei der Motor- und Steuerungsverbesserung, genauso wie bei der Panzerung, empfehle ich euch das Beste drauf zu packen. Beim Design ist es euch überlassen, was ihr wollt. Wenn ihr irgend so ein Haifisch-Design oder ähnliches, wie es in Amerika dann typisch ist, haben wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Mein Geschmack trifft es aber leider nicht. Bei der Lackierung wiederum empfehle ich euch eine dunkle Farbe, wie zum Beispiel schwarz oder zumindest ein Grauton. Am besten auch noch matt, das ist so ziemlich schwer zu erkennen, wenn ihr zum Beispiel einen Flugkampf in der Nacht habt. Und außerdem macht auch ein schwarzes Flugzeug ziemlich was her.